Bei diesem schönen Gerät hat jemand brutal am Kabel gezogen und die USB-Mini-Buchse abgerissen. Wieder einlöten der Buchse am selben Ort kommt nicht in Frage. Beim nächsten Zug am Kabel reißt die Buchse wieder ab. Hier kann man nochmal sehen, wie winzig die Buchse ist. Das Einlöten würde sehr schwierig sein. Am Schaltplan eines Arduino kann man sehen, wie man verdrahten muss. Links die USB-Buchse, vier Kabel, Plus, Minus und Data Plus, Data Minus gehen zum Wandler CH340K. Wir wollen die Buchse durch ein Kabel ersetzen und müssen dazu wissen, wo denn nun plus 5 Volt und 0 Volt sich befinden. Hier wollen wir Data Plus und Data Minus anlöten. Auf der Rückseite der Planete kann man die Anschlüsse erkennen. Wir schneiden bei einem Kabel den Stecker ab. Dabei muss man aufpassen, die Farben sind leider unterschiedlich. Bei diesem Kabel ist Plus rot, Minus gelb. Häufig ist Minus auch schwarz. Data Plus und Data Minus kann man verwechseln. Wenn man das verwechselt, funktioniert es nicht, aber es geht nichts kaputt. Hier sind die vier Drähte angeschlossen. Rot ist Plus, Gelb Minus oder Masse, Grün ist Data Plus und Weiß Data Minus. Leider ist im Internet manchmal diese Zuordnung verkehrt herum gezeigt. Nun kommt der Rauchtest. Wir stecken den USB-Stecker in einen Rechner hinein. Die rote Lampe leuchtet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein weiteres gutes Zeichen ist, wir sehen im Gerätemanager den USB-Serie-Wandler CH340, angeschlossen an COM3. Eine weitere Funktionsprüfung lässt die blaue LED leuchten. Es funktioniert alles. Damit das Kabel nicht sofort wieder abgerissen wird, legen wir es mit Heißkleber fest. Für die Messungen können wir nun das Programm WinNWT4 starten.